Heute zu Gast in der TAK Lounge ist die Schauspielerin Stefanie Rheinsberger. Aktuell ist sie hier im TAK mit einer Produktion aus dem Volkstheater Wien. Und ich begrüße sie jetzt tagsüber bei uns in der Lounge. Hallo Stefanie. Hallo. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Du bist eine der gefragtesten Schauspielerinnen im Moment. Du hast so viele Preise gewonnen, dass ich die mir jetzt gar nicht auswendig merken kann. Ich lese mal kurz ab, damit man ein bisschen einen Eindruck bekommt. Was jetzt ganz kürzlich rauskam, vor 2, 3 Wochen so ungefähr, du bist ab Sommer 2017 die Buhlschaft. Was Salzburg. Aber kein Preis ist. Ja, das stimmt, das ist kein Preis, aber auch eine große Ehre und Auszeichnung. Und ich komme nur ganz kurz zu den Preisen. Du bist Trägerin des Dorothea Neff-Preises für die beste schauspielerische Leistung 2015-16. Für das Stück, das du im TAK spielst, der Selbstbezichtigung, warst du auch vor kurzem, war gerade die Nestroy-Verleihung auch vor 2, 3 Wochen, in der Kategorie Beste Schauspielerin nominiert. Und die Zeitschrift Theater Heute schrieb über dich, das Volkstheater liegt seinem Star zu Recht begeistert zu Füßen, eben für deine Leistung in Selbstbezichtigung. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte dich kurz nur als Schauspielerin deinen Werdegang ein bisschen vorstellen. In deiner Biografie oder so habe ich über dich gelesen, beim ersten Anlauf auf eine Schauspielschule zu kommen, bist du gescheitert. Da hat man dich abgelehnt. Wie hart war das oder wie unglaublich ist es jetzt für dich rückblickend, wenn du so viel Erfolg hast und viel Anerkennung kriegst vom Publikum und von, sag ich mal, von den Fachleuten? Ich muss ehrlich sagen, ich möchte diese Phase nicht missen, auch wenn die hart war. Aber ich hatte in meinem Jahrgang am Max-Reinhardt-Seminar ganz wundervolle Kollegen, die 28 Mal vorgesprochen haben. Und irgendwie sagt man so, der Schnitt ist schon irgendwie so 8 bis 10 Mal. Und deshalb bin ich da ja noch glimpflich davon gekommen. Ich habe die Leute immer sehr bewundert, die so diese Kraft haben, so lange, so oft vorzusprechen. Und ich meine, das ist in unserem Job so. Also wir haben ja viele Vorsprechen und Castings und davon klappen viele nicht. Also das ist schon auch nicht schlecht für eine Prägung, wenn man damit früh konfrontiert wird. Aber ich hatte mir damals sehr gewünscht, in diese Schule, wo ich nicht genommen wurde, zu gehen und war sehr, sehr traurig, wie das nicht geklappt hat, weil ich auch so in der Endrunde rausgefallen bin und das ist dann immer, finde ich, so noch mal härter. Und dann habe ich so beschlossen, okay, ich mache das nicht, ich kann das nicht, das ist so furchtbar. Und habe dann gesagt, so, jetzt macht man eine Matura und alles gut. Und dann war das so, glaube ich, 3 Wochen vor der Aufnahmeprüfung am Reinhardt-Seminar, dass ich so gemerkt habe, oh, ich habe wirklich immer so Freundschaftsbücher, wenn da steht, was willst du werden? Immer so Schauspielstudentin am Max-Reinhardt-Seminar, das war mein Berufswunsch. Und dann habe ich mir gedacht, ah, jetzt will ich es schon noch machen, aber oh, ich habe mich nicht angemeldet und so. Und dann hat meine Mama mir so schweigend so Zettel hingelegt von diversen Schauspielschulen, wo sie meine Bewerbung hingeschickt hatte, weil die das, glaube ich, sehr gespürt hat, dass ich das nicht aufgeben möchte. Ja, das finde ich auch noch ein interessanter Punkt, dass deine Mutter dich da stark unterstützt hat. Vielleicht so eine andere oder typische Reaktion wäre von Eltern, sie sagen, oh, bloß nicht, wenn das unsichere Beruf, gut, hat man sie vielleicht nicht genommen oder mach was Vernünftiges unter Anführungszeichen, aber bei dir war das ganz anders. Nein, also meine Eltern haben sowohl meine Schwester als auch mich einfach sehr, sehr eigenständig erzogen und mit sehr, sehr viel Liebe und Wärme und einem großen Vertrauen uns beiden gegenüber, dass wir das machen sollen, mit dem wir glücklich sind. Also mit allem Wenn und Aber. Und ja, ich habe da meinen Eltern irgendwann gesagt, so, man kann Schauspiel auch studieren und man kann so an eine Schule, das ist ein richtiges Studium. Und da ist bis heute so, also dass ich da unglaublichen Rückenwind von der ganzen Family bekomme. Und wir haben es gehört, schlussendlich hat es geklappt beim Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Du hast in einem Interview auch gesagt, das war eigentlich die beste Schule, die dir passieren konnte. Du bist gebürtige Wienerin, hast in Wien studiert und bist jetzt im Ensemble am Volkstheater Wien. Erzähl doch mal, wie ist das für dich als so großer Theaterstar in der Heimatstadt? Wie fühlt sich das an? Schön, aber auch nicht leicht. Also ja, es gibt schon beide Seiten der Medaille, die man auch zu spüren bekommt. Was denn ist zum Beispiel unangenehm oder ein bisschen komisch? Ja, manchmal so Fluch und Segen. Also ich glaube, etwas, das hat mit mir zu tun, dass ich mir natürlich sehr, sehr viel Druck mache, weil je mehr man so in dieses Zentrum der Aufmerksamkeit kommt, desto angreifbarer wirst du auch. Und dann kriegt man auch das Gefühl, jetzt möchten Leute auch einen kippen sehen oder so und jetzt bohrt man da irgendwie nochmal mehr nach oder so und das bedarf schon so einiger Arbeit, gewisse Sachen auch von sich fernzuhalten und sich frei zu machen und
Deshalb bin ich sehr froh, dass ich so wahnsinnig viel arbeite, dass ich da Gott sei Dank nicht zu viel Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Weil es ist ja schon so, du bist 28 und hast schon so viele Preise bekommen und wie gesagt, ab nächsten Jahr auch noch die Buhlschaft. Wird einem da nicht ein bisschen unheimlich, oh Gott, kann denn überhaupt noch was kommen? Schon so viel erreicht? Na, auf der einen Seite denke ich ja so, kann es nicht, weil es ist jetzt so viel schon passiert und ich versuche einfach das, was da ist, zu genießen, weil das ein sehr kurzlebiger Beruf ist und Erfolg ist so etwas, was einem durch die Finger rinnt und zu sagen, okay, ich genieße jetzt die Zeit, die ich da habe und das ist sehr schön und ich kann so spannende, interessante Menschen treffen und mit denen arbeiten und ja, und gleichzeitig immer im Hinterkopf zu haben, das kann auch ganz schnell wieder vorbei sein. Ich habe das Stück Selbstbezichtigung gestern Abend bei uns im Takt mit dir gesehen und das Handke-Stück ist ein Monolog. Du bist alleine auf der Bühne und es beginnt damit, dass du dich nur mit Unterhose angezogen auf die Bühne legst. Zuerst sieht man nur den Rücken und dann nachher liegst du auf dem Rücken. Und das eigentlich für, was weiß ich, vielleicht 10 Minuten so ungefähr gefühlt. Ich weiß es gar nicht genau, aber schon lang eigentlich. Wie viel Mut braucht es, dass man sich einfach so nackig auf die Bühne legt? Ja, also das ist ja jetzt so ein rein körperliches Nacktsein. Ich finde, der größere Mut ist der, dass du dich seelisch entblößt und das passiert am Ende der Inszenierung. Also da braucht es tatsächlich viel mehr Mut. Also ich finde, ja, als Schauspieler, du hast diesen Körper, du hast die Stimme, das ist dein Instrument, den stellst du auf der Bühne zur Verfügung und schon David Parisek ist ein Regisseur, mit dem ich das in Düsseldorf schon zum ersten Mal gemacht habe, so diese körperliche Entblößung darzustellen. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist richtig und dient der Handlung und der Situation, dann bin ich dafür offen und bereit, das zumindest mal auszuprobieren. Also da wird dich nicht jemand dazu zwingen, wenn du das nicht machen möchtest. Und ja, uns ging es ja darum, ein bisschen so diesen Bogen vom Aufwachen zum Sterben oder rückwärts rum zu erzählen. Und es war einfach so ein Bild, wo wir dachten, das könnte das noch ein bisschen bedienen, dieses Schutzlose am Anfang. Und ja, also das ist, ich finde tatsächlich eher diesen letzten Part, das ist die größere Entblößung. Das kann ich nachvollziehen, aber ich habe mich auch gefragt, wie viel Entblößung, sei es innerliche oder auch äußerliche, braucht es auf der Bühne, damit das Publikum auch dem folgen kann, das versteht. Ist das notwendig, so, dass sozusagen der Funke aufs Publikum übergeht? Wie siehst du das? Muss sich ein Schauspieler immer so bis ganz an die Kante stellen der Bühne, da das Stück funktioniert, dass die Leute also nicht im übertragenen mitgehen. Sinne Schauspieler, die ganz vorne an der Rampe spielen, ja. Das nicht, aber ich, also wenn ich im Theater sitze, freue ich mich schon oder erwarte auch, dass Spieler etwas mit mir teilen und zwar am liebsten Unsicherheiten tatsächlich, weil ich möchte im Theater nicht so gern belehrt werden. Ich finde es schön, wenn man gemeinsame Fragen in den Raum stellen kann und darüber sinnieren kann und Selbstbezichtigung, das war uns wichtig, dass das im Endeffekt im besten Fall ein Abend ist, wo man gemeinsam meditiert, also wo der Zuschauer überlegen kann, kann ich gewisse Sätze auch über mich sagen und die so in Zeit und Raum zu stellen, funktioniert aber nur, wenn ich mich als Spielerin auch so öffne und David Parisek hat mal was sehr Tolles gesagt, er meinte, es ist für ihn so wichtig oder ein Ziel, dass man sich mit Figuren ins Unrecht setzt, also angreifbar macht, also dass Figuren oder Menschen auf der Bühne nicht immer toll und lieb und super und perfekt sind, sondern eben Menschen, die auch Fehler haben und scheitern und Ängste haben und Zorn in sich haben und wütend sind und verliebt sind und alles Mögliche, aber dass man dem Zuschauer so eine Bandbreite einfach bietet, an die der andocken kann und sei es dann nur an einer kleinen Sache oder so, aber ja, dass man da schon sich so weit öffnet, dass diese Identifikation passieren kann. Hast du denn das Gefühl, dass ein Theaterabend auch die Welt, die Menschen verändern kann? Also ich muss daran glauben, weil sonst kann ich diesen Beruf nicht machen. Glaubst du an diese Kraft, aber gleichzeitig ist das dann doch für dich auch eine große Verantwortung? Ja, aber ich finde, die hat man als Künstler und die ist ganz toll, aber die muss uns auch in jedem Moment, in dem wir arbeiten, bewusst sein. Und das ist ja ein ganz großes Geschenk, dass wir Texte bekommen, Figuren, Charaktere, die wir mit Leben erfüllen dürfen und dadurch Sachen auf der Bühne sagen können,
die ich mich, glaube ich, privat gar nicht sagen trauen würde, aber man kann sie so im Deckmantel dieses Abends oder einer Inszenierung machen. Und ich glaube schon daran, dass Theater was verändern kann, weil es im Gegensatz zu Film, der auch sehr, sehr viel tolle Sachen auslösen kann, hat Theater einfach diesen einzigartigen Effekt, dass es immer anders ist. Und wenn die Leute heute Abend kommen, werden sie einen anderen Abend sehen als gestern. Auch wenn es dasselbe Stück ist, aber es ist was anderes. Wir sind in einer anderen Konstellation im Raum. Es ist eine andere Temperatur. Man greift Sätze anders. Das ist so was Einzigartiges. Und ich hoffe schon, oder ich wünsche mir schon, dass immer zumindest so ein, zwei Leute rausgehen aus Abenden und nachher vielleicht so sind, ja, vielleicht sollten wir darüber nochmal nachdenken. Kriegst du auch Post von oder Mails oder Anrufe von Menschen, die sagen, wow, der Abend hat mir viel gegeben, oder kriegst unmittelbar irgendwie so Anerkennung vom Publikum? Ja, das ist auch so mit das Schönste, wenn man so das direkte Feedback bekommt, ja. Wie gesagt, also das Stück ist ein Monolog, geht circa 60 Minuten, unendlich starker Text, viel Text. Wie bereitest du dich auf so einen Abend vor? Gibt es da irgendein Ritual oder wie macht man das? Ja, also was ich bei allen Abenden mache, ist, dass man einfach so Körper und Stimme aufwärmt und irgendwie so sich schon in der Garderobe warm spielt, dass einem da draußen, was sowas betrifft, nichts mehr passieren kann. Und ich habe schon so für jeden Abend so bestimmte kleine Sachen, die immer darauf ankommen, was man da irgendwie an dem Abend spielt oder welche Rolle man hat, aber schon so kleine Rituale. Und du hast gesagt vorher, jeder Abend ist anders. Das merken wir ja auch. Beim Publikum ist immer eine andere Energie. Aber wie ist es für dich auf der Bühne? Spürst du das auch gleich am Anfang, dass das Stück gut läuft, oder gibt es noch Abende, wo du merkst, heute ist schwieriger? Also gleich am Anfang nicht, aber manchmal spürt man schon, okay, jetzt reagieren Zuschauer so, und das heißt, man kann jetzt in so eine Richtung gehen, oder man kriegt das Gefühl von, da ist jetzt erstmal mehr Wand oder mehr Misstrauen dem gegenüber, was da gerade verhandelt wird, und dann muss man einen anderen Weg suchen, um die zu bekommen. Aber der Zuschauer hat eine unglaubliche Macht tatsächlich auch über einen Abend. Also das bedeutet schon was, je nachdem, welche Menschen da drin sind. Kriegst du das auf der Bühne mit? Ja, das spürt man absolut, ja. Aha. Du bist ja auch an der Burg in Wien, spielst du auch. Gibt es da Unterschiede von den unterschiedlichen Bühnen, wie sich das anfühlt vom Publikum her? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben am Burgtheater die Schutzbefohlenen von Elfriede Jelinek gemacht. Der Michael Thalam hat das inszeniert, und es war eine sehr wuchtige, archaische Inszenierung in so einem großen Chor. Es hat sehr viel Freude gemacht, und das ist aber natürlich so, dass wenn du da stehst auf dieser Riesenbühne und das Gefühl hast, du musst fast so raufschauen, damit du wirklich ganz oben auch hinkommst zu den Leuten, das ist natürlich ein ganz anderes Spielen und eine ganz andere Art von, wie du dann einen Text greifst und in so einem Raum dich bewegst. Aber da finde ich, hat die Inszenierung von Thalam uns sehr zugearbeitet und uns da, finde ich, sehr unterstützt. Und dann, ja, das Akademietheater, das ist so ein wunderschöner Theaterraum, weil man da das Gefühl hat, boah, man kann wirklich mit allen irgendwie mal reden. Ähnlich tatsächlich wie hier. Ich mag den Raum hier sehr gerne. Also weil es ja immer, wenn man auf Gastspiel fährt, ein anderer Raum und so, alles ist ein bisschen anders. Aber ich finde, ich mag das hier, man kann sich hier sehr wohlfühlen. Dankeschön. Stephanie Reinsberger, vielleicht zum Schluss noch die Frage, welche Theaterstationen so im deutschsprachigen Raum, vielleicht auch Richtung Deutschland oder so, welche Theater wären für dich noch interessant? Da gibt es viele. Aber ich lasse alles auf mich zukommen. Aha. Aber im Moment bist du fix im Volkstheater Wien, und erstmal bleibt Wien deine Heimat. Ja, wir hatten jetzt gerade am Sonntag erst Premiere mit Medea, und jetzt kommen noch zwei Premieren dieser Spielzeit und so. Also es gibt noch genug hier zu tun, auf das ich mich sehr freue. Bedanke mich ganz herzlich, Stephanie Reinsberger. Vielen Dank für den Besuch hier in der TAC Lounge. Ich wünsche dir alles, alles Gute, und werde mit großem Interesse deine Karriere weiterverfolgen und freue mich noch auf viele schöne Stücke mit dir. Herzlichen Dankeschön. Dank. Danke.